Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Wir sind an der Spitze vom Rose Tower. Und da steht sie auch schon. Olivia. Ich will sie einfach nur die Firma da übernehmen. Frostetje, das ist ein Eis-Pokémon. Das sollten wir eigentlich mit unserem Feuer-Pokémon einen relativ guten Start hingelegt haben. Level 50 ist schon. Eine Geistattacke? Auf jeden Fall interessant, dass sie das, dass das ein Geisterattacke ist. Milotic. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, ich mache das. Müsste eigentlich ein Drachen-Pokémon sein. Oder ist das ein Wasser-Pokémon? Ja, mach Genesung. Fast genau schon im Top-Trank. Also was anderes. Das macht die ganze Zeit nur Genesung. Amphira. Ich bin mir nicht sicher, was Amphira ist. Ah, okay. Ein Unlichtfeuer-Pokémon.
Es ist auf jeden Fall ein Feuer-Pokémon. Ja, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Oder ist das ein Käfer? Auf jeden Fall ist es feuerempfindlich. Jetzt hat sie noch ein Pokémon. Oder? Das müsste jetzt das sein, was hier auch. Ja, das wird wahrscheinlich dynamaxiert. Die machen wir uns als auch groß. Pokepuppe. Und so eine Pipi-Puppe ist auch da mit bei. Schon cool. Warum darf der anfangen? Na gut. Das ist er eh jetzt hinüber. Und er explodiert.
Warum machen die das nicht über Pokémon? Mit der Energieversorgung. Andere Regionen haben es auch geschafft. Nee, da gehen wir selber hin. Wollen wir unser perfektes Team zusammenstellen? Bin mir noch nicht so sicher, was ich da alles reinstecken soll. Außerdem müssen wir noch einen Zaubertausch machen. Hier so viele. Komm hier. Du wartest schon so viele Folgen darauf, getauscht zu werden. Deswegen bist du hier seine Reihe. Komm, das dauert nicht zu lange. Fahren wir mit dem Fahrrad. Ich will vorher nochmal ins Pokémon Center und dieses in unser Team verändern. Das ist noch nicht so optimal, wie ich es gerne hätte. Außerdem haben wir noch eine ID, die wir ziehen können. Fläschchen AP Plus. Und auch schon getauscht, das ist ja richtig geil. Geht ja richtig gut ab jetzt. Oha, ein Kirlia. In einem Luxusball. Und unsere Pokémon-Shops müssten auch eigentlich schon fertig sein. Das ist auf jeden Fall eine Menge Erfahrung.
Wie viele EP waren das bitte? 56.000. Krass, da müssen wir jetzt mal in die Pokéboxen reingucken. Und auch mal sowieso hier wieder sortieren. Also unglaublich. Alleine, dass das Potrotlet schon Level 65 ist. 63, also es ist... schon krass. Preislos, Level 44, wir haben ihn mit Level 10 losgeschickt oder so. Also, oder hier auch Kopfanti, Level 39. Level 46, also er hat selbst den eingeholt. Level 60. Also die haben ordentlich an Level gemacht. Das ist schon sehr erfreulich. Vielleicht haben wir nochmal so ein, zwei Pokéjobs. Okay, Drachen. Beeindruckender Muskelkraft. Mit starken Armen. Flug-Pokémon. Zwielichtige Pokémon. Gegen Wasser und Feuer. Okay. Da suchen sie Pflanzen-Pokémon. Haben wir denn 9 Pflanzen-Pokémon? Schon mal. Das ist auf jeden Fall ein Pflanzen-Pokémon. Es fehlen 2. Das ist uns ein reines Psycho-Pokémon. Okay, schicken wir die erstmal weg. Die suchen jetzt Pokémon. Denen Typen Pflanze, Käfer und Fee alle nicht viel ausmachen. Es klingt nach Gift, oder? Oder Stahl.
glaube, das ist Stahl. Dann schicken wir mal Gift- und Stahl-Pokémon weg. Gift. Oh, der hat Psycho mit drin, deswegen wird das wahrscheinlich nichts. Der hat Wasser mit drin. Ja, 30 Stück davon, ey, das ist schon... Na komm, wir packen hier damit zu. Oder passt Eis auch? Pflanzen, Eis. Hätte jetzt noch Feuer gesagt. Weil das ist ja Gestein, deswegen ist das so Eis, wo ich nur so denke. Das war ein bisschen viele. Ich Dösbörde. Hab den falschen Knopf gedrückt. Darf ich nochmal alle schnell raussuchen? Nee, das ist doch nervig. So, alle Giftdinge. Auf einmal alle drin. Wo schieben wir die weg? Pokémon. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Nehmen wir erstmal die großen. Ich glaube, das ist kein Flug-Pokémon, ne? Nur doch. Zwar nicht primär, aber... Flug! Irgendwo wird doch bestimmt noch ein Flug-Pokémon sein.
Na gut, dann. Dann senden wir die schnell. Pokémon mit starken Armen. Da fallen mir auf jeden Fall ein paar ein. Wer könnte denn noch starke Arme haben hier? Rotomorph. Der vielleicht noch. Aber wir schicken die erstmal so weg. Und wir machen hier auch einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und schaltet in die nächste Folge ein.